Hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute etwas später dran. Ich wollte aber trotzdem ein Video aufnehmen, da ich mir vorgenommen habe, jeden Tag ein Video hochzuladen. Und ich glaube, dass es ein erfolgreiches Projekt werden kann, also bleibe ich dran. Okay, ich wollte heute zeigen, wie das mit den Funktionen vierten Grades aussieht. Das sind die sogenannten biquadratischen Funktionen. Warum? Sehen wir sofort. Dazu muss ich sagen, zu einer allgemeinen Funktion vierten Grades haben wir keine Lösung. Also wir haben in der Schulmathematik mit den komplexen Zahlen und ein bisschen Algebra können wir eine Formel vierten Grades herleiten. Vielleicht mache ich das auch irgendwann hier, aber definitiv in einer anderen Playlist. So, das heißt, allgemeines f von x gleich ax hoch 4 plus bx hoch 3 plus cx Quadrat plus dx plus e ist für uns nicht lösbar. Egal wie fleißig wir sind. So, und deswegen macht man ein paar gewisse Vereinfachungen, so wie bei den Funktionen dritten Grades, wie gesagt haben, dass die eine Nullstelle, die auf jeden Fall existiert, ganzzahlig sein sollte. Dann können wir das durch das herausprobieren, herausfinden. Und hier sagen wir, die Faktoren bei den ungeraden Exponenten sollen Nullen sein. Dann ist das Ganze einfacher. Also, das heißt, wir bekommen hier f Stern von x und das ist ax hoch 4 plus cx Quadrat plus e. Das ist dann ein bisschen einfacher. Und nun machen wir sogenannte Substitution. Also wir können hier x Quadrat durch z ersetzen. Man schreibt, es sei x Quadrat gleich z. Dadurch wird x hoch 4 zu z Quadrat. Und diese Funktion sieht dann so aus: a z Quadrat plus c z plus e. Und wie ihr seht, das ist eine bezüglich z quadratische Funktion. Man setzt die gleich 0. Sorry, berechnet die Nullstellen mit Hilfe der Pigou-Formel und kann dann rückwärts nochmal, wenn man z hat, das x ermitteln. Keine viel zu komplizierte Geschichte. Am besten rechnen wir ein Beispiel durch und dann ist alles klar. Also f von x gleich, ja, ich verzichte auf das a, dass das nicht 1 ist, x hoch 4 minus 5x Quadrat plus 6. So, wie ich gerade gezeigt habe, das wird zu z Quadrat minus 5z plus 6 gleich 0. Das heißt, z1, 2 wird zu 2,5 plus minus Wurzel aus 2,5 zum Quadrat minus 6. Das ist 2,5. Plus minus 6,25 minus 6 ist 0,25. Wurzel daraus ist 0,5. Z1 ist 2 und Z2 ist 3. So, das ist noch nicht Schluss. Denn wir haben hier gesagt, z ist x Quadrat. Also haben wir einmal x Quadrat gleich 2 und x Quadrat gleich 3. Das führt zu x1 gleich minus Wurzel 2, x2 gleich plus Wurzel 2, x3 gleich minus Wurzel 3 und x4 gleich plus Wurzel 3. Natürlich kann man die noch ordnen und sagen, man fängt bei der kleineren negativen Zahl an, geht bis zu den größeren. Das ist aber nicht notwendig. So, und ihr seht natürlich, wenn jetzt, sagen wir, statt minus 5x Quadrat plus käme, also betrachten wir x hoch 4 plus 5x Quadrat plus 6 gleich 0. Wiederum z Quadrat plus 5z plus 6 gleich 0. z1, 2 minus 2,5 plus minus Wurzel aus. Wiederum 2,5 zum Quadrat minus 6 liefert uns minus 2,5 plus minus 0,5. z1 wäre minus 3. Und z2 wäre minus 2 und hier Schluss, weil weder x² gleich minus 3 noch x² gleich minus 2 hat im Reellen
eine Lösung. Das heißt, hier gibt es keine Lösung. Es gibt keine reelle Zahl x, welche diese biquadratische Gleichung erfüllen würde. Und ihr seht natürlich, es kann sein, dass zum Beispiel eine Nullstelle von diesen zwei, also hier waren beide negativ, eben waren beide positiv. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn eine negativ ist und die andere ist positiv, dann kann man natürlich aus der positiven Wurzel ziehen und plus minus daraus machen und aus der negativen nicht. So, das war's. Mehr nicht. Das sind jetzt alle Fälle, die in der Schule vorkommen können, von den gröberen. Man kann natürlich dann immer x ausklammern oder sowas. Das habe ich jetzt nicht behandelt. Aber ansonsten sind wir mit der Nullstellenberechnung durch und ich lasse mir demnächst was Neues einfallen, damit wir entweder in dieser Playlist weitermachen oder es gibt noch viele andere, die ich mittlerweile angefangen habe. Vielen Dank fürs Zusehen und viele Grüße. Ciao, ciao.